Kreditkarte oder Debitkarte? Auf beiden steht Visa drauf, mit beiden kannst du weltweit Geld abheben und bezahlen. Was ist der Unterschied? Bei einer Kreditkarte werden deine Umsätze gesammelt und einmal im Monat von deinem Konto abgebucht. Du leihst dir also einmal im Monat Geld von der Bank und nimmst quasi Mini-Kredite auf. Deswegen prüft die Bank bei der Beantragung auch immer deine finanzielle Situation und schaut, ob du überhaupt eine Kreditkarte bekommst und wenn ja, wie viel Geld du damit überhaupt ausgeben darfst, deinen Verfügungsrahmen. Bei einer Debitkarte werden deine Umsätze immer direkt von deinem Konto abgebucht und damit ist dein Kontostand praktisch auch dein Verfügungsrahmen. Das ist auch einer der Vorteile von einer Debitkarte. Hast du viel Geld auf dem Konto, hast du auch einen dementsprechend großen Verfügungsrahmen. Deswegen ist sie auch recht einfach zu beantragen, auch mit geringem oder gar keinem Einkommen, da die Bank mit dir so gut wie kein Risiko hat. Braucht man auf Reisen dann überhaupt noch eine Kreditkarte? Ja. Möchtest du auf Reisen nämlich einen Mietwagen ausleihen, wird oft eine Kreditkarte vorausgesetzt, denn besonders für die Kaution haben die Mietwagenfirmen so ein System, dass einfach nur ein Betrag für die Kaution auf der Kreditkarte geblockt wird und nicht abgebucht wird wie auf einer Debitkarte, weil sie das Geld dann hinterher nicht wieder zurücküberweisen müssen und damit mehr Aufwand hätten. Eine Debitkarte von Bank A, easy zu beantragen und du gibst deinen Verfügungsrahmen vor, und eine Kreditkarte von Bank B, damit du auch ohne Probleme einen Mietwagen mieten kannst.